So, ich stehe hier mit Michael Ilgenstein vom Flensburger Segelclub. Ihr seid so gut angefangen hier das Finale. Liegt ja generell eigentlich auch sehr, sehr gut in der Tabelle. Aber ja. Wie ist jetzt hier für dich die Regatta gelaufen? Ja, wie du sagst, es ist echt super angefangen. Wir sind auch sehr engagiert hier reingegangen. Waren 5, 6, 7 Wettfahrten, nach 7 Wettfahrten oder die ersten 7 Wettfahrten lagen wir immer in den Top 3. Ich komme hier von der Alster, fühlte mich sehr vertraut bei dem leichten Wind. Das lief alles super. Wir hatten sehr gut vorbereitet, wir haben einige Wochenenden trainiert. Das lief sehr rund. Und dann hatten wir gestern irgendwie so einen kleinen Filmriss oder so einen Riss in der Serie mit einer bisschen unglücklichen Schiedsrichterentscheidung und sind dann gestern aus dem Top 3 rausgerutscht zum Abend auf Platz 6. Da haben wir gedacht, machen wir heute Morgen alles gut und gleich noch einen letzten Nachtlick, gleich noch eine Schiedsrichterentscheidung gegen uns, die hinterher wurde sich entschuldigt, oh, das war wohl doch nicht so. Ja, und dann nochmal einen ersten, aber schlechte Plätze heute gefahren, wirklich schlechte Plätze. Und das hat uns mächtig nach hinten geworfen. Wir sind jetzt hier nur 13er geworden. Das ist absolut unter unseren Erwartungen. Also gestern Abend hatte ich noch im Interview gesagt, dass Top 3 drin ist und bin auch fest von ausgegangen. Ja, also man sieht mal auch, wie eng das zusammenliegt. Ne? Ja, es ist super eng, das Segeln. Heute kleinste Fehler. Es war nicht so, dass wir immer gleich an der ersten Tonne hinten waren. Ne? Ja. Kleinste Fehler haben einen weit nach hinten geworfen. Die Rennen waren heute ein bisschen kompakter, der Wind war ein bisschen gleichmäßiger. Und das hat dann doch gezeigt, dass man da vielleicht ein bisschen anders taktieren muss, beim Feld bleiben und ein bisschen vorsichtiger sein muss. Haben wir heute nicht gut gemacht. Ich selber auch nicht. Was meinst du, also das Schiedsrichtersystem ist ja generell Direct Judging eigentlich ja, anders würde die Veranstaltung nicht funktionieren. Ne? Aber, ja, das ist richtig, Carsten, das ist richtig. Ja. Dieses Direct Judging muss sein auf dem Wasser, ist keine Frage, aber es führt auch dazu, dass die Teilnehmer, auch gerade hier im Abstiegsbereich, die Flagge ziehen, 50-50 Chance, keine Regeln nennen müssen dabei. Der Schiedsrichter sieht erst die Flagge und kann dann dahinter sagen, der Zoom war wahrscheinlich so oder so. Also das ist schon ein Nachteil und das wurde hier sehr stark praktiziert. Und wir haben, also glaube ich, heute einmal die Flagge gezogen, sonst in keiner Serie. Wir halten uns sehr frei, wir segeln eigentlich sehr clear und waren von daher, glaube ich, auch recht enttäuscht, dass da so ein paar Entscheidungen gegen uns gefallen sind. Ja. Na, das ist oft so eine Nummer, wenn man in eine Situation kommt, es ist eng und der Schiedsrichter muss entscheiden, können es nicht immer richtig Nein, sehen. Ne? Weil können sie nicht immer. Roten, und es sind auch nur Menschen und die können auch Fehler machen. Und ich finde das auch gut, wenn sie es hinterher zugeben, dass das vielleicht nicht die richtige Entscheidung war. Das ist in Ordnung so. Und dass sich dann Segler auch mal benachteiligt fühlt, ist auch klar. Man muss das eigentlich auch wegstecken. Aber kleiner Filmriss kommt doch meist zustande. Wie seid ihr unterm Strich jetzt rausgekommen in der Tabelle? Ja, auch ein bisschen enttäuschend eigentlich. Also gestern, wenn wir hier Top 3 geendet hätten und der Württemberger lag hinten, die anderen Schleswig-Holsteiner Vereine waren knapp hinter uns, hätten wir in der Tabelle Vierter sein können. Auf vier. Ja, und jetzt sind wir am Ende Zehnter. Ja. Also der heutige Tag hat uns das mächtig zerrissen. Ja. Aber wie siehst du generell, ich meine, für nächste Saison, lernt ihr daraus? Kommt ja voll an, wo. Auf jeden Fall. Man lernt hier von Regatta zu Regatta. Man wird auch professioneller, man wird vertrauter mit der Sache. Das Gesamtniveau ist ja gestiegen, deswegen haben wir uns so gut vorbereitet hier und tolle Geschichte. Ja. Und seid ihr in der Lage beim Flensburger Segelclub immer gleich gute Teams aufzustellen? Ist das schwierig, sonst eine Truppe zusammenbekommen? Nein, das ist ganz gut. Wir haben wir können ein bisschen mehr Steuerleute vielleicht haben. Ja. Ich habe jetzt 3 Events gesteuert. Ein anderer 2 Events, ein weiterer 1 Event. Haben so ein bisschen Spezialisten. Die Flensburger Jungs sind eher so glatt das gleichmäßige Revier. Schnell segeln. Ich mache mehr diesen Drehkram, weil ich von Alster komme. Nee, das ist ganz gut aufgestellt. Auch ein paar junge Leute, geht auch schön durch die Generationen. Das ist ganz gut aufgestellt. Wir versuchen noch ein paar mehr Leute zu angeln. Trend ja zu leichten Leuten für die Leichtwindregatten. Da gucken wir auch mal nach ein paar Mädchen, die vielleicht mitsegeln wollen. Und das haben wir im Training auch praktiziert. Immer schon mal junge Leute eingebunden, Interesse geweckt. Das ist ganz gut.
freuen uns auf nächste Saison. Kopf hoch, ne? Ja. Anfang, ja. Schöne Performance. War ein schwerer Tag. Nicht ein ganz glückliches Ende, aber so ist Segel. Ja. Wie im richtigen Leben, oder? So ist das. Hau rein, besten Dank. Danke.